Hallo, ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag oder wann auch immer ihr euch dieses Video hier reinzieht. In meinem heutigen Video machen wir meine absolute Lieblingsbeschäftigung. Wir werden nämlich Drogerie-Hassprodukte testen. Das ist übrigens auch das älteste Format überhaupt auf meinem Kanal. Richtig krass, dass sich das bis heute immer noch durchgesetzt hat und tatsächlich auch noch bis heute zu den allerliebsten Videos zählt, die ich so drehe. Tatsächlich funktioniert dieses Format aber auch nur so gut, weil es immer wieder neue Drogerieprodukte gibt, die nicht so ganz das einhalten, was sie versprechen. Ich habe euch wieder in meiner Story gefragt nach genau solchen Produkten und ihr wart sowas von am Start. Ihr habt sehr viele Sachen genannt und die Sachen habe ich geshoppt. Es wären sogar noch mehr gewesen eigentlich. Allerdings gab es tatsächlich in der Drogerie, in der ich war, einige Sachen, die ihr genannt hattet, gar nicht. Richtig merkwürdig. Obwohl ich sie online wieder gefunden hatte. Ich war auch in einem anderen DM, weil wir vorher noch im Weihnachtsmarkt waren. Aber Gott, Leute, ich rede schon viel zu viel. Wir starten direkt mit dem ersten Produkt. Eigentlich wollte ich mit einem anderen Produkt starten, aber meine Lippen sind so trocken und spröde. Ich halte es wirklich kaum aus. Ich habe extra keine Lippenpflege drauf gemacht, weil ich eh meine testen wollte. Deswegen starten wir mit diesem Produkt. Das hier ist eigentlich ganz spannend. Das ist so ein Lippenbalsam, allerdings in Stiftform. Und eine von euch hatte geschrieben, dass es die schlechteste Lippenpflege ist, die sie jemals getestet hat. Und dass die Lippen nur für sehr kurze Zeit gepflegt werden und danach noch trockener als vorher. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Erstmal zum Produkt selber. Ich finde die Art der Verpackung gar nicht mal so schlecht. Denn es ist einfach auch, vor allem wenn man viel unterwegs ist, schon so ein bisschen unhygienisch, wenn man dann in so einen Pottich reinlangen muss und sich das dann auf die Lippen schmiert. Also das ist nicht so das Ideale. Und all die ganzen Lippenbalsam, die so ein bisschen lippenstiftmäßig aufgebaut sind, kennen wir ja schon. Und warum dann nicht auch einfach mal sowas? Riecht erstmal ganz gut. Ich hätte das jetzt aber nicht unbedingt so sehr mit Avocado beschrieben, sondern eher Minze. Naja, ich mag es, dass die Spitze so breit ist. Dadurch kann man direkt auf eine größere Fläche Lippenpflege auftragen. Ich kann jetzt auch schon sagen, dass es definitiv nicht die weltbeste Lippenpflege sein wird, denn die kommt mir nicht so reichhaltig vor. Ich habe jetzt relativ viel aufgetragen. Aber der erste Eindruck ist jetzt gar nicht so schlecht. Mal schauen, wie sich das so im Laufe des Videos verhält. Was ich auch schon mal sehr schön finde, ist, dass 97,5% natürlichen Ursprungs sind. Das ist ja schon eine Menge. Es geht weiter mit einer Mascara, und zwar dieser hier von Catrice. Ich bin normalerweise absoluter Catrice-Fan, vor allem auch was Mascaras angeht. Hier fand ich aber das Feedback sehr spannend, denn das hier ist eine wasserfeste Mascara. Was ihr allerdings geschrieben hattet, war, dass sie gar nicht wasserfest wäre. Oder sogar zwei-, dreimal genannt, dass wenn man weint, diese Mascara komplett verschmiert ist. Und das finde ich schon krass, wenn eine Mascara, bei der ganz klar draufsteht, dass sie wasserfest ist, am Ende gar nicht wasserfest ist. Und diese Mascara ist auch Lift Up mit Lash Lifting Technology und sie würde nicht mehr Schwung in die Wimpern reinbringen. Finde ich auch sehr spannend. Ich teste es an einem Auge ohne Wimpernzange und an dem anderen Auge mit Wimpernzange. Ich habe nämlich extrem gerade Wimpern, deswegen wäre es, glaube ich, nur fair, das so zu machen. Dann testen wir es jetzt mal. Ein bisschen sieht ganz spannend aus. So, das erste Auge ohne Wimpernzange. Wie gesagt, ich habe von Natur aus wahnsinnig gerade Wimpern. Deswegen erwartet nicht zu viel. Mascara hat übrigens 5,90 Euro oder so gekostet. Also ich habe definitiv bessere Mascaras, die einen viel, viel besseren Lash-Lifting-Effekt hatten. Auch bei meinen geraden Wimpern, auch ohne Wimpernzange. Waren aber auch deutlich teurer. Muss man halt auch dazu sagen. Dann suche ich noch gerade kurz mal meine Wimpernzange. Da. Übrigens habe ich es mir hier richtig schön gemütlich gemacht mit Tee etc. Und ihr habt bei meinem letzten Video richtig viel Liebe für das Objektiv da gelassen in den Kommentaren. Deswegen ja, ist es heute auch wieder am Start. Übrigens, bis morgen Abend könnt ihr noch an meiner Story bei einer Verlosung teilnehmen. Also schaut da wirklich sehr gerne mal vorbei. Und zwar müsst ihr mir dafür einfach nur einen Screenshot von eurem Warenkorb schicken. Und von einer Person bezahle ich dann den Warenkorb. Das ist so ein kleines Advents-Special. Also ja, bis morgen Abend, 23.59 Uhr habt ihr noch Zeit. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Auf Instagram heiße ich xlater und in der Story findet ihr dann nochmal alle Infos zusammengefasst. Okay, also mit Wimpernzange habe ich natürlich einen viel besseren Lifting-Effekt. Und da ist natürlich auch das Spannende, ob diese Mascara diesen Lash-Lift hält. Und habe ich das schon gesagt? Ich weiß es gerade gar nicht. Diese Mascara wirkt auch damit, dass sie sehr einfach zu entfernen wäre. Wer nicht so oft wasserfeste Mascara verwendet, der weiß vielleicht nicht, dass es extrem anstrengend ist, wasserfeste Mascara zu entfernen. Wirklich unfassbar anstrengend. Und wenn diese Mascara hier wirklich einfach zu entfernen wäre, wäre das ein realer Vorteil. Für mich ein absoluter Kaufgrund. Aber wenn sie auf der anderen Seite dafür gar nicht so wasserfest ist, wie ihr es beschrieben habt, dann bringt es ja irgendwie auch nichts. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe diese Mascara jetzt antrocknen lassen und dann geht es jetzt ins Badezimmer für einen kleinen Wassertest. Das ist jetzt erstmal das Ergebnis ohne Wimpernzange und mit Wimpernzange. Also mit der Wimpernzange hat es definitiv besser funktioniert. Ich finde den Lash-Lift-Effekt jetzt nicht so stark, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass er gar nicht da wäre. Ich versuche jetzt einmal ein Heulen zu imitieren. Ich muss aber gar nicht heulen, deswegen nehmen wir mal Wasser. Das ist eigentlich schon echt nass um meine Augen herum.
Okay, wow, das soll wasserfest sein? Like, nein, das ist nicht wasserfest. Wow. Mm-mm. Okay, ich kann euer Feedback absolut nachvollziehen. Ja, kein Wunder, dass sie dann noch einfacher abzuschminken ist. Und ich bin ein bisschen schockiert. Das war wild, Freunde. Es geht jetzt auf jeden Fall weiter mit einer Sache, die eine Einwirkzeit hat. Deswegen machen wir das jetzt mal. Es handelt sich um diese Fußmaske. Und die Naht von dieser Fußmaskensocke würde anscheinend sehr schnell aufreißen, wenn nicht so gut verarbeitet wie normalerweise bei solchen Fußmasken. Aber ich kann euch sicherlich sagen, ob die Naht schnell aufgeht oder nicht. Die Socke der Fußmaske wäre auch nicht so gut geschnitten und vom Prinzip hätte man auch einfach Handcreme in eine Plastiktüte füllen können und es hätte denselben Effekt. Ich bin gespannt, Freunde. Also so sieht's aus. Sie sind anscheinend auch bedruckt. Vorher soll man sich erstmal gründlich die Füße waschen und sie abtrocknen. Habe ich gemacht. Dann soll man die Sockenmaske gut durchkneten und dann erst aufreißen. Das machen wir doch dann jetzt hier einmal. Schutzfolie der Klebelasche entfernen. Los geht's. So sehen die Söckchen jetzt aus. Okay. Wow, wie fühlt sich das denn an? Okay. Oh, ich komme gerade gar nicht auf dieses Gefühl klar. So, und dann verschließen wir es. Ich fand jetzt diese Naht, ehrlich gesagt, ganz so gut verarbeitet. Also bin jetzt nicht extra vorsichtig damit umgegangen. Ich wollte es ja einfach normal testen, wie ein normaler Mensch halt so Sachen verwenden würde. Und das ist stabil. Seht ihr mich noch? Ich rutsche immer weiter runter. Es geht jetzt aber weiter mit der anderen Seite. Und so sieht's aus. Und dann zieht man hier von der Lasche dieses Klebeding ab. Flackert das Licht. Ich bin immer noch in der Testphase von dem Objektiv, also seid nicht böse, wenn was nicht klappt. Ich weiß voll, was gemeint ist mit dem, man kann sich einfach eine Plastiktüte nehmen und Handcreme reinfüllen. Das Gefühl von der Fußmaske ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Wow. Ich finde es tatsächlich auch super laut. Muss jetzt 20 Minuten einwirken. Bin voll dabei. Das Feedback zu der Naht kann ich jetzt im ersten Moment noch nicht nachvollziehen. Kam mir wirklich sehr gut verarbeitet und stabil vor. Vielleicht habt ihr so ein Montagsprodukt erwischt. Ich weiß es nicht. Schauen wir jetzt mal, ob das Produkt besser ist als einfach nur Handcreme, die man in eine Plastiktüte gefüllt hätte. Und lassen das einwirken. In der Zeit geht es dann mit diesem Produkt hier weiter. Und zwar damit, das hier ist ein Gesichtshaarentferner. Da fand ich das Feedback ein bisschen wild, weil ich es teilweise nicht wirklich nachvollziehen konnte. Es wurde allerdings mehrfach als Flop-Produkt genannt und auch nicht zum ersten Mal, deswegen wollte ich es mir jetzt mal genauer anschauen. Er wäre sehr laut, er wäre auch sehr reizend für die Haut. Man muss mehrfach drüber gehen, damit überhaupt Haare entfernt werden. Und was ich nicht als Feedback nachvollziehen konnte, war, da es kritisiert wurde, dass man das ja täglich wiederholen muss, da die Haare ja dann direkt nachwachsen, da es sich hierbei ja nur um einen Rasierer handelt und Waxing da viel sinnvoller wäre, weil dann ja die Haare mit der Haarwurzel entfernt werden. Hier steht doch drauf, dass es ein Rasierer ist. Also mir wäre der Punkt zum Beispiel total bewusst vor dem Kauf und nicht erst nach dem Kauf, dass es sich hierbei eben nur um einen Rasierer handelt, der dann das Haar an der Hautoberfläche entfernt und eben nicht mit der Wurzel und dass es deswegen schneller so stoppeln kann und einfach nachwachsen kann und das Waxing eben dann das wäre, was es mit der Haarwurzel rausholt. Deswegen, ich weiß nicht, ich finde es dann schwierig, sowas nach dem Kauf an einem Produkt zu kritisieren. Das ist so ein bisschen, als würde man nach dem Kauf kritisieren, dass 1 und 1 2 sind. Das weiß man halt schon vor dem Kauf. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen finde ich den Kritikpunkt nicht ganz so passend. Aber wir schauen uns jetzt mal die anderen an. Was ich schon mal ganz schön finde, ist, dass eine Batterie und so schon inkludiert ist. Das ist ja schon mal erstmal ganz cool. Und das Design ist auch gar nicht mal so schlecht. Versuchen wir mal zusammenzubauen. Ihr bekommt jetzt ein bisschen Aufzugmusik, während ich versuche, dieses Ding hier zusammenzubauen. Das ist doch mal eine schöne Idee. Wow, das hat jetzt so lange gedauert, dieses Gerät zusammenzubauen. Keine Ahnung wieso, aber ich empfand es als unintuitiv. Wie habe ich es jetzt vorhin anbekommen? Hä? Ach, jetzt. Okay, dann probieren wir mal. Okay, es ist auf jeden Fall schon mal schmerzfrei. Ich probiere es hier oben an den Augenbrauen, das ist jetzt ein bisschen riskant. Aber da habe ich halt mehr Haare. Ich finde es richtig gut. Also es ist auf jeden Fall... Okay, Moment, ich muss es genauer erklären. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Ich dachte, jetzt hat mich etwas viel, viel Schlimmeres erwartet als das. Also das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe so einen ganz leichten
Damenflaum hat mich nie gestört, aber manchmal setze ich eben das Make-up so merkwürdig darauf ab und dann ist es doch ganz nett, wenn man das mal entfernt. Es gäbe keine Chance, das euch auf Kamera zu zeigen, weil wirklich, das ist so minimal. Aber der ist jetzt weg. Das hat funktioniert. Ja, man musste mehrfach drüber gehen, aber das ist so eine kleine Stelle, das ist jetzt nicht so zeitaufwendig, da mehrfach drüber zu gehen. Ja, ich find's laut, aber das ist okay. Ja, es entfernt die Haare nicht an der Haarwurzel, aber es ist schmerzfrei. Von daher, es war jetzt auf jeden Fall keine negative Erfahrung für mich und ich würde es jetzt auch nicht zurückschicken. Ich fand es jetzt für meinen Damenbart ganz gut. Falls ich da jetzt dann doch eine Reizung habe oder so, dann blende ich euch das textmäßig ein. Wenn jetzt hier nichts steht, dann war alles gut. Wir machen weiter mit einem anderen Produkt für die Lippen. Und zwar ist es dieses Lippenöl, Cranberry Lippenöl mit einem Tinting-Effekt. Das hier war eure genannte Kritik und zwar wäre der Lip-Tinting-Effekt zu stark. Und nicht schön. Mal schauen, also wie ihr wisst, ich habe jetzt nichts gegen Pink, deswegen schauen wir uns das an. Das Gefühl auf den Lippen wäre nicht so angenehm und das Lip Oil wäre auch direkt weg. Also damit ist nicht der Tinting-Effekt gemeint, sondern einfach nur dieses Lippenöl-Gefühl. Das wäre sehr schnell weg. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Das Produkt ist auf jeden Fall schon mal zugeklebt. Das freut mich, dass ich die Erste sein darf, die das benutzt. Da. Ich bekomme es noch nicht mehr auf. Tja, ja. Mich spricht jetzt erstmal die Farbe vom Produkt an. Geruch mag ich nicht. Nein. Oh. Richtig Cranberry gemischt mit etwas, was gar nicht cute ist. Warum hat niemand von euch den Geruch kritisiert? Das wäre jetzt mein erster Kritikpunkt. Es riecht einfach wie etwas, was ich mir nicht auf die Lippen schmieren möchte. Gefühl auf den Lippen ist erstmal ganz gut. Vielleicht noch vorab, meine Lippen haben sich schon gepflegt angefühlt. Also so schlecht fand ich das jetzt hier gar nicht. Ich glaube, der Tinting-Effekt fängt schon langsam an. Aber ich muss sagen, dass ich das Produkt so oder so nicht mehr sehr oft verwenden werde, sondern vielleicht in der Familie weitergehen will, weil ich den Duft einfach nicht mag. Sorry. Und da merke ich, die Zeit für meine Fußmaske ist abgelaufen. Okay, wir beobachten den Tinting-Effekt, während ich jetzt meine Fußmasken ausziehe. Hier seht ihr sie nochmal. Oha! Die Naht ist aufgebrochen. Seht ihr meinen Zeh? Seht ihr ihn? Ich glaube, wahrscheinlich seht ihr ihn unscharf. Das ist aber auch besser so. Da muss ich meine Füße nicht verpixeln. Oha! Ich habe wirklich nichts gemacht, außer zu existieren. Und diese Naht ist einfach aufgerissen. Okay, uncool. Dann fange ich jetzt mal an auszupacken. Okay, dabei ist es auch schon aufgerissen. Vielleicht allgemein noch an alle Leute, die sowas regelmäßig kaufen. Weiß ich nicht unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Finde ich keine gute Lösung. Denn so wie ich das jetzt verstanden und rausgelesen habe, kann man das nicht nochmal verwenden. Und das wäre schon ganz gut problematisch. Okay, also das, was ich jetzt eigentlich sagen würde, darf ich nicht sagen, weil das nicht ganz jugendfrei ist. Also es ist sehr viel Cremeüberschuss, definitiv da, der mir hier alles so ein bisschen zusaut. Also es ist zu viel Creme für zu wenig Fuß quasi. Ich finde das Packaging nicht nachhaltig. Also so oder so ist es für mich irgendwie ein Flop-Produkt. Oh, ich ziehe das Teil hier nochmal an, weil ich saue hier gerade einfach nur alles zu. Also so oder so fühle ich es nicht, gar nicht. Und ich würde es auch nicht, ich würde es mir nicht nochmal kaufen, nee. Ja, jetzt fühle ich gerade den Aspekt mit Handcreme in Plastikfolie gepackt. Ich mag es nicht. Kommentiert mal, wenn ihr regelmäßig Fußmasken verwendet. Ist gar nicht meins, gar nicht, überhaupt nicht. Und wie schon prophezeit, sieht man jetzt super gut den Tinting-Effekt vom Lip Oil. Ja, der Tinting-Effekt ist schon stärker als normalerweise. Man muss aber auch sagen, dass das Produkt von außen auch einfach in die Richtung geht. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein ganz falsches Werbeversprechen. Ich finde es passend zu der Produktoptik und dementsprechend entsprechend dem Werbeversprechen. Ich habe immer noch Lippenöl drauf und habe das Gefühl, das pflegt intensiver als der Balm. Und wenn ich jetzt das Öl runternehme, sehen meine Lippen so aus von der Farbe. Das heißt, der Tinting-Effekt ist schon ordentlich. Ich habe jetzt hier Lippenöl, dass meine Finger gleich pink stain wird. Hier an der Hand habe ich Fußcreme. Hier klebt alles von dieser Fußcreme. Mein einer Fuß fängt auch an zu jucken. Ich weiß nicht, ob das das beste Zeichen ist. Deswegen würde ich sagen, war es mit diesem Video. Kommentiert sehr gerne, welches Produkt für euch das krasseste Flop-Produkt in diesem Video war. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, meiner Story für die Verlosung vorbeizuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.